Hallo. Okay, willkommen zurück. Leider Gottes haben wir bemerkt, dass in den letzten zwei Folgen ein Systemton fehlt, aber ich hoffe mal, das macht nichts. Ja, dürfte eigentlich nicht. Jetzt ist ja wieder da, der Systemton. Jawohl. Wir nehmen uns den Hammer. Schauen uns mal die Bierflaschen an. Ist ja gut, das hast du jetzt aber nachgelesen, oder? Nee, weil die Flaschen markiert sind. Bier, die Etiketten. Ah ja. Mhm. Stark. 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 So, jetzt bräuchte man wahrscheinlich mehr, wir haben eine Spritze, nicht? Also bräuchte man noch einen. Ich werfe einen Blick hinein. Betäubungsmittel. Ist ja ein Ding. Das muss der Thermo. Wahrscheinlich. Hier funktioniert natürlich voll automatisch. Die mittlere Stange scheint vielleicht kann. Sie bewegt sich. Mit bloßen. Ja, klar, was wir da jetzt machen müssen, ne? Da geht's nicht. Ziegelstein. Weil da ist er ja fest. Ah. Ja, genau. Das geht schon. Klar. Ich komme nicht. Er kommt nicht dran. Komm, haben wir jetzt die Stange nicht aufgenommen oder nicht? Nee, haben wir nicht, ja? Das dachte ich mir. Kommt nicht ran. So, dann. Irgendwas mit der Spritze vielleicht? Ja, da muss Betäubungsmittel rein, ein dann ist Bier. Betäubungsmittel, wo kriegen wir das her? Von der Krankenschwester. Stark. Klar. Gehen wir mit der Spritze auf Starkbier. Wieso kann ich das nochmal ansprechen? Die Schrankwand. Ja. Sie schon, kann ich mit Ihnen. Wie ich sehe, haben Sie etwas wäre, wenn die Schwester die Flaschen sehen würde. Das wäre. Draußen kann sie sie ruhig sehen. Solange sie mich nicht mit einer Flasche in der Hand erwischt, hat sie keine. Ja, toll, aber das weist doch darauf hin, dass der Bier säuft, oder? Ich will sie nicht länger aufhalten. Gut. Toll, toll. Also, toll. Ja. Hammergeil. Dann kann man da jetzt nichts machen. Ja, jetzt müsste man da irgendwie. Was ist da noch? Kann man nach links gehen? Ein feuchter Kuh in einem kräftig. Nee, komm nicht. Oh, die würden ganz schön rauchen, ja. Oh, ich kann noch zum Friedhof gehen. Schau mal, guck. Alle, die innerhalb der Mauern trüb. Na ja, wurscht. Gehen wir jetzt erstmal ins Sanatorium. Da kommen wir, da kommen wir bestimmt noch später hin. Guck doch erstmal auf den Friedhof. Nein, da kommen wir später noch hin. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass mal so ein. Ist da vielleicht so ein Ding drin? Nee, den feuchten wir mal an. Eine feuchte Lappen kann man immer gebrauchen. Genau, jetzt machen wir ihn feucht und stecken ihn in die Tasche. Dann würde er wieder trocken. Klar. Oder wie war das, wir frieren mal heißes Wasser ein, weil das kann man immer gebrauchen. Kann ich mit Ihnen? Heißes Wasser. Sicher. Können Sie mir etwas über den Friedhof des Sanatoriums erzählen? Ich bin jetzt seit fast 12 Jahren hier und weiß darüber so gut wie gar nichts. Hat er schon immer dem Sanatorium angehört? Soviel ich weiß, ja. Wir benutzen ihn heute nicht mehr für Beerdigungen. Viele Patienten verbrachten ihr ganzes Leben hier. Und wenn sie starben, wurden sie hinter dem Sanatorium Aber das war lange, bevor ich hierher kam. Um es genau zu sagen. Viel mehr weiß ich darüber nicht. Ich brauche hier etwas mehr Zeit. Und können Sie mir vielleicht einen Gefallen? Ich möchte im Schloss anrufen, um zu sehen, ob sich in Bezug auf Robert, wenn Sie mir zeigen würden, wo ich das... Tut mir leid, ich darf Sie nicht hineinlassen. Aber ich könnte selbst anrufen. Ja, umso besser. Schön, hier ist die... Die brauche ich nicht. Sie steht in... Warten Sie hier. Nein, ich warte nicht. Na klar. So, und nun? In den Schloss hintergehen. So, das... Ist doch klar. Das konnten wir aber auch vorher Das Etikett sagt. Was ist das? Eine Vase. Ach, echt? Auf der Unterseite. Ja, was ist auf der Unterseite? Auf der Unterseite. Schlitz. Ja, wie komme ich da hin? Der hier vielleicht. Der hat nämlich schon. Ich finde, der Turm hat schon viel gebracht. Bringt nichts. Nee. Gehen wir mit der Spritze drauf. Wohl kaum. Ach, geh mal damit dann auf Schranktür? Nee, gar nicht. Nee. Ich muss vielleicht... Ach! Nee. Wohl kaum. Sie enthält... Wenn da ein Schlitz ist, ne? Vielleicht muss man Münze reinschmeißen.
Das macht zwar keinen Sinn, aber gut. Die Münze passt perfekt. Oh. Darin war ein kleiner Schlüssel. Ach so, hat doch funktioniert. Mhm. Ganz toll. Kantropie. Ich habe noch genug Nasentropfen. Biphenol. Vielleicht ein Krampflindern. Amobarbital. Tada, da war ja, und weiß er das jetzt? Weiß nicht. Amobarbital, das kenn ich nicht. Sollen wir jetzt zurückgehen, kommt die Krankenschwester gleich wieder raus, gell? Vielleicht zumachen. Ah, er hat schon wieder zu. Ah, doch, natürlich, die sind nicht blöd. Nicht? Ach so. Nee. Ah, passt perfekt wieder, weißt du? Ja, ist klar. Es hat eine Weile gedauert. Zu spät. Kein Problem. Ja, dann hat es ja doch ein Telefon da beim Schloss. Mr. Gordon ist leider noch nicht zurückgekehrt. Zeigt mir gerade auf. Ich verstehe. Danke für Ihre Mühe. Keine Ursache. Das war alles. Okay. Dann. Friedhof. Nein, du mit deinem Friedhof. So, dann kombinieren wir das mal. Das ist nämlich klar, dass es geht. Ich habe etwas davon. Und ab durch. Ich frage mich immer, so was durchs Bier bringt. Ihr wisst, dass du in die Flasche reinbringst, so eine Nadel. Ich gebe ihm eine volle Dosis. Ja, und woher weiß er welcher dann? Weiß nicht. Jetzt muss er essen. Ja, jetzt muss er nur trinken. Wie bringen wir es hin? Die muss da ordentlich heiß machen. Mhm. Es müsste möglich sein, den Sensor des Thermostaten mit kaltem Wasser durcheinander zu... Dann würde die Temperatur im Gebäude spür... In der... Ja, klar. Ja, dann müsste die Schwester ja auch kommen. Eigentlich. Wieso? Mecker? Jetzt geht's zum Friedhof. Geht schon. Ja, genau. Stehen bleiben. Es ging aber schnell. Ja. Das ist halt die Hightech hier. Wir könnten wenigstens eine Uhr links oben hin machen. Ja, speichern wir jetzt erstmal kurz. Nicht, dass wir da erwischt werden. So, dann gehen wir da hinein. Ich muss eine Weile warten. Ich muss... Dann geht nach links. Links und dann... Guck dich um. Na, damit der halt da kommt... Grab, grab, grab. Die Eisentüren haben keine Schlösser. Grab mal. Grab. Es schützt ein paar... Grab. Die Ruhestätte ein... Steinkreuz. Unbekloppter Adliger. Wahrscheinlich. Es trägt keine... Und hier haben wir noch was. Grab, grab, grab. Okay. Das Gitter ist im Schrank. Ja, ausbuddeln. Das Gitter lässt sich... Okay, da haben wir hier alles. Willst hier noch gucken? Nein, da haben wir doch schon. Hier ist nix. Siehste? Da unten war was. Ja, zum hinteren Teil. Okay, vorwärts. Jetzt, ich glaube, jetzt pennt er vielleicht schon. Ja, wie kann ich jetzt auf? Ich muss eine Weile warten. Oh. Nein, geht nicht. Was soll man denn dann machen, hm? Vielleicht mal mit der Schwester reden. Wir haben einander schon alles gesagt. Dann geh nochmal zurück. Wo zurück? Jetzt nochmal zu ihm. Achso, vielleicht muss einfach bloß hin und her gehen, ein bisschen Zeit vergehen oder was? Was auch wieder unlogisch ist. Du kannst auch hin und her gehen, wie du willst, die Nacht. Es wird nicht dunkler. Aber wenn du dann hier hin und her gehst und soll Zeit vergehen, dann vergeht Zeit. Komisch. Ah, geht doch. Jetzt geht's ja. Ich darf nicht zu viel Lärm machen, so. Klang, ich dachte, Klang. Das ist ein starkes Beruhigungsmittel. Ja, er ist nicht irgendwann wacht die da auf. Aber ich kann ihn nicht öffnen, solange der Heizer... Ich will ihn nicht weg. Das Amoba... Er schläft wie ein Baby. Da kriegen wir jetzt rein. Es muss aber unheimlich warm da drin sein, wenn du mich fragst. In dem Raum ist da... Schaufel können wir auch nicht nehmen. Da war aber was Rotes bei den Kohlen. Wetten der Kohle. Und was sagt er dann? Kohle. Kohle.
ein großer Kohlehaufen. Oh, doch. Was ist das? Puppe gefunden. Hab Löffel gefunden. Naja. Sehr gut gemacht. Aha, jetzt haben Faden. Wir hier... Eine verdreckte... Faden ausgekriegt. Aber was soll man mit dem Faden machen? Man weiß es nicht. Ihn erwürgen, nehmen. Eine man, hier geht's weiter. Eine Öllampe und eine leere Flasche billig nichts nützlich ist. Also hier geht's noch was weiter. Rechts? Pinnwand. Mhm. Viele alte Zettel. Toll, nix, oder? Nee. Ach, dein Schlüssel. Moment, dein Schlüssel. Ah, welche Tür innen stecke ich ein? Ist gut gesehen, gell? So, was haben wir hier noch? Was ist mit dem Spind rechts? Das nächste. Nichts. Okay, dann geh vor. Nichts, da. Tastatur. Nee, Verteilerkasten zuerst. Oder? Nee, weiß nicht. Tastatur. Ja, toll. 1, 9, 1, 8. Nichts. Ja, das ist nicht schade, aktiviert. Darauf. Hast du es nicht aktiviert? Alles klar. Weil da auf dem Ding, 1918 stand. Toll. Der Hauptverteilerkasten. Du fasst den an. Ich sehe kein... Ach, Sprechanlage, was ist da jetzt wieder? Im Gebäude ist ein... Ich weiß nicht, was... Hallo, hallo, Test. Was haben wir sonst noch für Zahlen? Eigentlich nur 1918, gell? Ah, Belüftung haben wir noch aus. Okay, probieren wir es mal. 1, 9. 1, 8. Ist das 1, da oben 8, ein Schlüssel? Noch 1. Ach so, das kann natürlich sein. Gut, dass du das sagst. Oh, krass. 1, 9, 1, 8. Tada! Das ist es. Passt. Warte, jetzt gehen wir noch schon auf die Belüftung. Ja, so ähnlich. Die einzige Frischluftquelle. Jawohl, bevor wir jetzt hier reingehen, machen wir einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Black Mirror wieder. Bis dann.